Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute geht es mal um ein Thema, ja, das kann man auch wieder auf 25 verschiedene Arten und Weisen machen. Ich mache so, und zwar lag ja bei uns ziemlich viel Schnee und die Autos waren richtig geil zugefroren, also du musstest richtig kratzen. Und das Problem war, dass dabei, zeige ich euch eben, hier natürlich was von meinem Aufkleber abgegangen ist. Und das ist das, was wir heute instand setzen werden. Das heißt, wir werden den Aufkleber abmachen, werden ganz genau hinschauen, ob wir denn was verkratzen. Ich benutze da immer was, das zeige ich euch, das ist so eine feine Schleifscheibe. Damit geht das in der Regel wunderbar und total einfach. Und ja, das ist das, was wir machen werden. Und bin mal gespannt, ob wir irgendwas verkratzen werden, was ich jetzt nicht glaube. Weil so ein Ding habe ich schon Ewigkeiten angewendet und ich muss sagen, es hat bis jetzt immer wunderbar funktioniert. Ich stelle euch um und ich sage, los geht's. Ich benutze zum Aufkleber entfernen in den meisten Stellen hier diese Scheibe. Ja, gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und in unterschiedlichen Dicken. Und das, worauf ihr achten müsst, ist eben, hier steht zum Beispiel eine maximale zulässige Drehzahl drauf. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. In dem Fall sind es 4000 Umdrehungen und ihr habt hier so eine Art Verschleißgrenze. Ja, und ich habe jetzt schon ein paar Aufkleber damit entfernt und ihr seht, das Ding ist so gut wie nicht abgenutzt. Also das funktioniert einwandfrei. Es gab häufiger mal so die Sachen, ja, kann man das auch auf Lack verwenden? Ja, natürlich. Aber es kann natürlich sein, wenn der Untergrund schlecht lackiert worden ist, ne, oder der Lack sowieso schon bröselig ist, dann könnt ihr natürlich auch was beschädigen. Aber ich hatte noch nie das Problem, dass, wenn wir jetzt über Aufkleber irgendwo sprechen, dass der Lack mit abgegangen ist. So, das Ding kommt jetzt hier drauf. Das wollen wir jetzt mal machen. Und jetzt stelle ich euch um und dann gucken wir mal, wie gut das Ganze weggeht. So, hier haben wir jetzt den Aufkleber hier auf der Scheibe und wir wollen natürlich auch die Scheibe nicht verkratzen, gar nichts. Und jetzt geht's los. So, mal schauen, dass wir die Sache hier gut wegbekommen. Wie ihr seht, ja, das geht in der Regel wunderbar. So, hier noch. Zack, ist schon weg. So schnell geht das. So, und jetzt müsste es eigentlich so sein, dass wir das Überflüssige nur wegputzen brauchen. So, wollen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier... Ja, hier sieht man jetzt noch ein bisschen die Gummireste vom Aufkleber. Ja, machen wir das Ganze mal... Ich habe jetzt hier mal Glasreiniger genommen, könnt ihr aber jeden x-beliebigen Reiniger nehmen und schauen mal, wie viel von diesen Kleberesten letztendlich noch immer ist. Aber ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt nehmen wir mal den Glasreiniger. Ja. Nehmen wir mal ein anderes Tuch, aber das sieht schon ganz gut aus. So, also... schon gar nicht so schlecht hier. So, ich lasse das mal ein bisschen trocknen und dann gucken wir uns das Ergebnis mal. Ja, einmal mit dem Glasreiniger drüber und schon ist alles weg. So, jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal und ihr seht, das sind auch keine Kratzer. Gar nichts, alles so, wie es sein muss. So sieht die Rolle jetzt aus, ihr seht, ja, da ist fast gar nichts runter. Also wenn ihr einmal so ein Ding kauft, das hält in der Regel ewig. Ja, also das Ding ist schon nicht schlecht und unheimlich einfach in der Handhabung. Ich habe jetzt, wie gesagt, einmal mit Glasreiniger drüber geputzt und jetzt ist das Ganze wieder sauber. Ja, letztendlich findet ihr das Teil unten in der Videobeschreibung. Letztendlich war es das auch in diesem Video und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis demnächst, haut rein. Ciao, ciao.